Wir schauen uns heute die unfassbare Entwicklung der Weltrekorde für die meisten Trophäen mit einem Brawler an. Wir starten mit dem ersten Rang 35er. Dann haben wir 2000 Trophäen, 3000 bis hin zu 5000 Trophäen und gerade aktuell dem allerersten Brawler mit 10.000 Trophäen. Wie das Ganze möglich ist, schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Wir starten am 26. August 2019 und damals kam tatsächlich dieser Brawl Talk raus mit 8-Bit. Wenn er sich noch daran erinnern kann, ein Brawler auch mit extra Leben. Das krasse ist aber folgendes, wir hatten davor maximal Rang 20, also 500 Trophäen war das Maximale, was man dann in Rängen erreichen konnte. Und das hier war wirklich ein Update-Video hier von Ben Tim und ja, er hat es wirklich gezeigt. Es gab zum ersten Mal hier die verschiedenen Ränge, ne? Von Rang 20 bis 25, da natürlich hoch von Rang 25 auf Rang 30, wie wir es heute kennen. Das gab es davor nicht. Maximal 5er Trophäen. Also maximal Rang 20 gab es halt, ne, was man halt an Rängen erreichen konnte. Und das heißt, ab dort hat natürlich auch ein absoluter Run darauf begonnen, wer zuerst diese Ränge erreicht oder wer vor allem zuerst Rang 35 erreicht. Der höchste Rang bis heute, den es in Brawl Stars gibt. Wir haben den 2. September 2019, also ungefähr eine Woche, nachdem diese Änderungen rauskamen, haben wir hier YDE mit Mortis, der hier als erster weltweit den ersten Rang 35er gepusht hat. Ja, mit Mortis hier tatsächlich. Das ist echt krass. Und wir sehen, seine Mates waren einfach Swisser. Das ist doch der, den wir kennen, vom Landi-Push, der auch den Siegesserien-Weltrekord mit aufgestellt hat. Wusste ich gar nicht. Hat hier mitgeholfen. Und einem Skywix, ist übrigens ein österreichischer Pro-Player. Auch absolut krass und ja, ich würde sagen, wir schauen mal hier rein, wie sie das Ganze hier in Brawl Ball gespielt haben. Ball schon mal in die Ecke gespielt und ihr müsst überlegen, es war unfassbar. Ohne Siegesserie, Matchmaking wahrscheinlich hat auch ewig gedauert, da oben findet man ja auch keinen auf der Höhe. Und damals war es eh noch viel, viel schwieriger, Rang 35er zu pushen, das war halt absolut unmöglich. Davor hat er ja maximal Rang 20 pushen können und oh, also sie haben hier schon eine echt gute Dominanz gehabt, würde ich sagen. Ne? Ball kommt zu YDE und YDE hier mit Mortis macht den Ball einfach rein, 1:0. Ist auch interessant, dass sie hier auch unter anderem Brawl Ball dann gespielt haben. Ja, wir sehen, YDE sneakt sich halt immer so ran, macht dann hier so ein, oh ja, hier auch schön die Ults auf mehrere, hat auch direkt die nächste Ulti wieder aufgeladen. Und ja, schon so interessant, ja, hier interessant zu sehen, ne, wie er auch hier rausgecarried hat. Und das war der erste Rang von 35. Oh Gott, oh Gott. Okay, da ist der Ball drin. Das war der erste Rang von 35 Brawler aller Zeiten. Müsst ihr euch überlegen. Was ein Meilenstein auch. So sieht das Ganze dann nochmal in der Lobby aus. By the way, man muss aber dazu sagen, sorry, dass ich vergessen habe, I'm Skywix auch mit Rang 35 8-Bit. Ich weiß nicht, ob sie es ganz gleichzeitig hatten. Also hier wurde gesagt, dass YDE schneller war. Vielleicht haben sie es auch beide sogar gleichzeitig im selben Match erreicht. 8-Bit natürlich auch absolut OP mit dem Extra-Leben gewesen. Wir haben den 8. Oktober 2019, also gerade mal 2 Monate später. Wir haben 8-Bit, den neuen Brawler mit dem Extra-Leben, völlig OP, als er rausgekommen ist. Und dementsprechend natürlich auch einen unfassbaren Weltrekord. Denn dieser 8-Bit will der erste Spieler werden, der 2000 Trophäen mit einem Brawler knackt. Also fast das Doppelte ja von Rang 35 einfach mal. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und was ich schon mal geil finde, damals gab es noch diese Bots, die rumgelaufen sind in Showdown. Die gibt es ja, gibt es eigentlich nicht mehr, oder? Die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Damals gab es öfters noch so Modifikatoren. Finde ich eigentlich schade, fand ich immer ganz unterhaltsam, ne? Und wir sehen schon mal, wird rausgenommen. Und das Extra-Leben, das ist so ein geiles Gefühl, das zu sehen. Vor allem ist er mit 3 Munition, glaube ich, immer gerespawnt. Also er hat direkt 3 Schüsse bereit gehabt. Also das ist absolut krank wirklich. Und wir sehen hier, wie er alle auseinander nimmt. 8-Bit einfach den Abstand der stärksten Brawler im Spiel. Vielleicht einer der stärksten noch aller Zeiten. Das ist so genial. Okay, wir schauen mal, wie die Runde hier geendet ist. Ja, sie konnten halt vor allem mit 8-Bit auch sehr gut die Bots farmen, ne? 8-Bit auch super viel Leben. Und gerade so ein Extra-Leben in Showdown zu haben, ist ja unfassbar, ne? Weil normalerweise ist man ja tot. Und ja, gutes Team natürlich alle. Das gibt es natürlich trotzdem auch damals schon. Das ist insane. Schaut euch hier diese verteamte Lobby an. Da stehen zu dritt nebeneinander, das kann gar kein Team sein. Trio-Showdown gibt's doch nicht. Das ist ja 2024 dazu gekommen. Aber sie haben es trotzdem gewonnen, finde ich geil. So, jetzt eigentlich das Drama. Es waren am Ende 1991 Trophäen. 9 Trophäen haben ihm gefehlt. Wahrscheinlich hat er einfach keine Matches schnell genug gefunden. Hatte bis sicher auch sehr langes Matchmaking. Das ist echt dumm gelaufen. An der Stelle, wie immer, es sind eine ganze Menge Quellen und auch Videos, die ich benutzt habe. Alle Links sind dazu in der Beschreibung. Leute, schaut unbedingt vorbei. Lasst auch gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars Videos bei den Kanälen. Und auch gerne bei meinem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir sind jetzt bei 1 Million. Nächstes Ziel sind 2 Millionen, das dauert aber noch. Über ein halbes Jahr später, wir haben den 30. Mai 2020 und hier ist Alive in der entscheidenden Runde für den ersten Brawler auf 2000 Trophäen. Diese 9 Trophäen, die diesem einen 8-Bit-Spieler gefehlt haben, werden erst ein halbes Jahr später jetzt hier gebrochen. Also werden dann natürlich jetzt hier gewinnt. Wir schauen rein. Das Gameplay übrigens auch hier von Tobi hier zugeschaut. Auch mal Grüße gehen raus. Und live hier ein asiatischer Brawl Stars Pro. Und wir haben tatsächlich wieder einen Brawler, der da rausgekommen ist, der ziemlich broken war. Und zwar sehen wir schon B. So, und wie wir sehen, konntest du hier live hier auch relativ entspannt 2 Cubes schon mal schnappen. Guter Start für ihn. Was hat B? B hat die Besonderheit gehabt, sie hatte das 1 HP-Schild.
ähnlich OP wie 8-Bit, vielleicht nicht ganz so OP, aber wenn man eben B praktisch gekillt hat, dann hat sie immer noch, ich glaube, für so ein, zwei Sekunden überlebt, aber mit nur einem HP. Das war die Star Power. Die wurde irgendwann entfernt, einfach weil sie eben zu stark war und auch zu random war, weil man halt nie wusste, hat die B diese Star Power noch oder wird sie jetzt sterben, wenn ich sie jetzt töten werde. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Wobei ja inzwischen Draco so ein ähnliches Gadget hat, dass er auch noch ein paar Sekunden überlebt. Ja, und wie ihr seht, die Lobby ist auch ziemlich eklig. Das Geile ist halt, er hat zwar weniger Cubes, aber hier halt viele Tanks. Aber wenn der Mortis auch noch einigermaßen schlau spielen würde, könnte er die doch instant killen eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ob die auch Team. Vier Brawler sind hier noch am Leben. Damit macht er praktisch, glaube ich, plus minus null. Ihr müsst überlegen, es gibt keine Siegesserien. Ich glaube, er macht sogar eventuell noch Minus für Platz 4. Müsst ihr euch geben. Und wir sehen erstmal, der Mortis ist rausgenommen. Jetzt hat er eigentlich gute Chancen. Hat zwar die wenigsten Cubes. Ich glaube, er kriegt jetzt schon mal so eine Trophäe plus. Vielleicht auch zwei für den dritten Platz, aber auf jeden Fall nicht mehr. Er würde für den ersten plus 5 kriegen. Dann hätte er es geschafft. Dann wäre er der erste Spieler auf 2000 Trophäen. Und man muss wirklich sagen, er hat auch Luck, dass er... Was ist das überhaupt für eine Meta gewesen? Jackie, Mortis und Shelly waren seine Gegner. Total random. Und ihr seht, die schalten sich auch noch gegenseitig aus. Und damit hat es Alive tatsächlich geschafft. So sieht das Ganze in der Rangliste aus. Die meisten hier auf Rang 35 hinten dran. Und er kommt mit 2000 Trophäen. Das ist unfassbar. Der erste Spieler der Welt damit. Wir befinden uns über einen Monat später. Wir haben den 18. Juli 2020. Und ja, wir haben schon wieder denselben Profispieler oder denselben Spieler, und zwar Alive. Ja, und das hier ist die entscheidende Runde für 2500 Trophäen mit einem Brawler. Das ist wirklich unfassbar. Und dieses Mal eben nicht mit B, sondern mit 8-Bit. Ich glaube, 8-Bit hatte immer noch extra Leben, werden wir jetzt hier sehen können. Aber WTF, was macht er denn? Was ist das denn? Erst ist der erste Spieler über 2000 und dann 2500. Ja, wir sehen auf jeden Fall, okay, er teamt, fair. Okay, leider, oder vielleicht fake-teamt er auch. Davor hat er, glaube ich, jetzt nicht geteamt, aber gut, auf der Höhe versteht man es natürlich auch irgendwie. Auch sowieso interessant, dass diese Rekorde auch in Showdown auch aufgestellt werden. Ich würde sagen, ja gut, das finde ich jetzt nicht so spannend. Ich will mal vorskippen, was da noch passiert. Was auch interessant ist, es gibt Meteoroiden. Die haben, glaube ich, besonders es so eingestellt, dass Meteoriten besonders die fokussen, die zusammenstehen. Also auch so ein bisschen gegen Team hat Supercell das gemacht. Aber wir sehen auch hier mit Crowbit leider geteamt. So, jetzt geht es eigentlich in die entscheidende Phase. Die Frage ist vor allem, hat 8-Bit dieses Extra-Leben? Ich denke ja persönlich schon. Ja, wir sehen jetzt, die kesseln jetzt hier zu dritt. Wobei, fairerweise, sie kesseln zu dritt die anderen drei 8-Bits ein. Also es wird so ein bisschen mehr zu einem Teamfight-Ding, ne? Ich meine, es ist immer ein 3 gegen 3 als 1 gegen 2 oder so. Aber man sieht, es ist schon alles sehr speziell. Und er nutzt auch hier den Teleport, um aus den Meteoroiden sich rauszuporten. Greift hier weiterhin nicht seinen Crow-Teammate an, der ist langsam down. Der Gel könnte die Ulti machen. Und er hat halt wirklich das Extra-Leben. Ich habe es mir schon fast gedacht. Und damit wird er hier mindestens Top 2. Und das sind die 2500 Trophäen. Schafft er vielleicht sogar den ersten Platz hier? Okay, das ist crazy, wenn er den schafft. Schafft sogar den ersten. Das war krass, vor allem auch, weil der andere eigentlich erst mehr Cubes hatte. Hier sehen wir nochmal, wie das Ganze aussieht, ne? 2508 Trophäen, 23.000 auch nur insgesamt. Fand ich auch nochmal spannend zu sehen. Dann wird es erstmal still um die Weltrekorde, doch dann kommt am 12. März 2021, also ja, über ein halbes Jahr später oder fast ein ganzes Jahr später, kommt Alive wieder zurück. Er war der erste auf 2000, er war der erste auf 2500. Und das ist tatsächlich die erste Runde für einen Brawler auf 3000 Trophäen. In dem Fall mal wieder B, die immer noch übrigens ihr 1 HP Star Power Schild behalten hat. Ich glaube, das Extra-Leben von 8-Bit gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber auch krass zu sehen, ich war gar nicht bewusst, dass ein Spieler so krass diese Brawler-Weltrekorde dominiert hat. Ich weiß auch gar nicht, wie es danach weitergeht, aber Alive schon mal krank, auf jeden Fall, was er da auch an Zeit reingesteckt haben muss. Wir schauen uns an, wie das Ganze läuft. Er hat hier den Big Hit aufgeladen und ich finde die Runde mal ganz geil, weil er jetzt nicht ganz so sehr hier eingekesselt ist, also unterstützt ist von seinen Teammates. Und er greift auch hier zum Beispiel den Edgar an. Und er wird auch hier zumindest mal gekillt, so wie es aussieht. Ja, ansonsten ist es schon wieder ziemlich bodenloses Geteam. Aber nicht ganz so extrem wie vorher. Man muss wirklich sagen, also sie versuchen hier zum Beispiel auch die unteren Tanks vor allem auszugrenzen. Und das Nani-Gadget, stimmt, das hält einfach dauerhaft. Ne? Dieses Reflexions-Gadget sehen wir hier auch. Das wurde auch inzwischen geändert, dass da, glaube ich, nur noch so 2-3 Sekunden gilt und dann ist es abgelaufen. Da konnte er einfach das behalten die ganze Zeit. Wie praktisch ist das denn eigentlich? So, die Zone wird immer enger. Ich dachte mir, wir müssen leider ein bisschen vorskippen. Ihr wisst, dieses Team sorgt halt dafür, dass oft einfach nichts passiert. Großartig, aber jetzt ist halt krass. Es sind, ich zähle kurz, ich glaube 8 Leute oder 7 Leute sind noch am Start. 7. Oh, und er wurde sogar geslowt von der Jessie. Er hat kein Extra-Leben, nicht vergessen. Aber er hat ein 1 HP-Schild. Er lässt hier seinen Mate nicht am Leben. Er backstabt ihn hier, ne? Haut ihn weg. Die Jessie komplett aggressiv mit dem zweiten Mal jetzt hier drauf. Alive. Oh, bleibt Alive auf jeden Fall hier. Und er wird getroffen. 178 HP. Alive ist halt auch ein geiler Name, ne? Alive heißt am Leben. Ja, ist eigentlich schon ziemlich geil für einen Showdown-Pro. Ein Cube noch. Da oben. Komm, die Jessie. Ich würde mal an seiner Stelle jetzt diese Jessie rausnehmen, die ganze Zeit zu aggressiv auf ihn war. Also er spielt schon sehr passiv, ne? Das ist schon sehr taktisch alles. Aber er wird halt einfach nicht angegriffen.
ein AP-Schild rausgenommen vom Gegner und er gewinnt. Hier gucken wir mal das Screenshot, das ist so eine Weltrekordseite. Da sehen wir 3048 hat er am Ende geschafft. Und tatsächlich wurde danach der Weltrekord für sehr lange Zeit nicht gebrochen. Und zwar für 7 Monate bis im Oktober 2021 dann Pong Dalong kommt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Mit Shelly für die 3100 Trophäen. Aber ihr seht, das ist auch kein so großer Sprung mehr. Ne? Alive kam von 2000 auf über 3000 Trophäen. Und jetzt hatten wir 7 Monate. Um von 3000 auf 3100 zu kommen. Aber wir schauen trotzdem mal hier rein, weil er hat auch einfach hier einen Live-Chat gehabt, der war schon mal live. Das ist auch wirklich crazy, dass er das Ganze live gemacht hat mit Shelly. War jetzt tatsächlich kein allzu spannendes Game, der hat sich halt vor allem eher rausgehalten und hat dann eben am Ende, genauso ähnlich wie live, natürlich versucht, hier die Gegner rauszunehmen. Aber guck mal, auch hier eine 7 Cubes Shelly rausgenommen. Boah. Als eins wird dann schwierig. Dezember 2022 und dann haben wir tatsächlich einen Brawler. Kurz vor den 4000 Trophäen. Kein Witz, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Erst waren die 3000 total schwierig und dann haben wir plötzlich einen Brawler kurz vor 4000. Und zwar geht es um diese Jeanette hier. Sehr interessanter Brawler. Wir haben einfach Jeanette. Wir hatten ja bisher eigentlich vor allem nur Bee und 8-Bit gesehen. Und gerade eben Shelly. Und wieso Jeanette, habe ich mich gefragt. Das Gadget auf jeden Fall von Jeanette sehr stark, um Gegner zurückzuhalten. Zum anderen kann sie auch wegfliegen im Notfall, was natürlich auch immer für Solo-Showdown ziemlich praktisch ist oder für Showdown allgemein. Ja, und wir schauen einfach mal, wie er hier so spielt. Wir sehen eben, ne, auf die Jeanette natürlich achten. Da heißt Balan, der Spieler. Das ist der Name eigentlich. Der scannt halt immer so die Gegend halt ab, ist vorsichtig, hat auch dieses Jump-Gadget sogar jetzt hier in dem Fall. Ah, vielleicht sogar das dann genutzt. Und ja, die Runde wird auch ziemlich krass aufgeräumt, ne? Ja, was soll ich sagen? Gewinnen hier auch relativ souverän. Was ihr jetzt aber hier nicht sehen könnt, am Ende haben ihm 8 Trophäen gefehlt für die 4000. Was wir schon bei 8-Bit hatten, hatten wir 9 Trophäen für die 2000. Wir hatten dieses Mal 3992, also 8 Trophäen für die 4000. Er schafft es nicht, die 4000 als erster Spieler zu knacken, aber verbessert den alten Weltrekord um ungefähr 800 Trophäen. Und dann kommt tatsächlich im Januar 2024, also über ein Jahr später, in diesem Jahr, der, soweit ich weiß, koreanische Pro Seni, der hier die entscheidende Runde mit Shelly für die 4000 Trophäen hat. Es ist unfassbar, oder? Also, wieso auch wieder Shelly eigentlich? Shelly halt, haben wir ja zwischendrin immer wieder gesehen, ne? Vielleicht wegen der Heal-Star-Power, hat eine gute Ulti, kann sich halt gut wehren. Und das Interessante an ihm ist, er teamt nicht, soweit ich weiß. Ne? Also wir sehen auch hier, er hat jetzt die Ulti zwar aufgeladen an dem Gegner. Das ist eigentlich, soweit ich jetzt beurteilen würde, noch kein Teaming. Man kann sich natürlich drüber streiten. Aber was er halt nicht macht, er geht nicht zu den Mates hin und pass auf, ihr seht's hier, das meine ich halt. Das ist ja kein Teaming, also er teamt nicht wirklich. Er nutzt sich nur kurz mal den Gegner neben sich aus, um die Ulti aufzuladen, mehr macht er nicht. Er nutzt aber keinen Mate hier aus, mit dem er dann die ganze Runde chillt. Stattdessen geht er völlig offensiv, hat es Hypercharge und Ulti, dadurch, dass er auch den Gegner gekillt hat. Das feiere ich. Wie kann er es wirklich hinbekommen, ich finde es so geil, ohne Teaming 4000 Trophäen zu erreichen? Das ist wirklich unfassbar. Und das Krasse ist, was wir jetzt eben gesehen haben, dadurch, dass er so offensiv war, dass er den Gegner halt gekillt hat, jetzt mit Hypercharge und Ulti und 6 Cubes, hat auch keiner irgendwie Bock, ihn natürlich anzugreifen. Ist ja auch logisch, wer hat denn auch Bock, ihn anzugreifen? Und was ich, by the way, auch mal interessant finde, irgendwie werden auch alle Weltrekorde, mal hier, er geht wieder rein. Das ist unfassbar. Alle Weltrekorde werden irgendwie in Solo-Showdown aufgestellt, wollte ich gerade sagen. Auch eigentlich interessant. Guck mal hier, die armen Gegner. Er killt einfach jeden total entspannt. Aber schon, guck mal auch hier, gut, das war ein bisschen aus der Gegner, fairerweise. Ey, ist das krank. Er hebt sogar noch ganz entspannt den Hypercharge auf. Und am Ende nimmt er hier die komplette Lobby-Hops. Top 4 jetzt schon sicher an der Stelle. Ganz random ist auch, dass hier jetzt irgendwie eine Pam noch dabei ist. Das ist wirklich krank. Die Zone mit Enger. Er hat einen guten Vorteil. Hat die meisten Cubes als Hypercharge aufgeladen und Ulti. Gut, fairerweise die anderen beiden Shellys auch, ne? Das heißt also noch gar nichts. Die Pam geht rein, trifft ihn nicht. Wichtig. Er wird hier gar nicht getroffen. Wird am wenigsten gefokust, weil er halt die größte Bedrohung ist, ne? Und auch am meisten Leben hat und gewinnt die Runde. Crazy. Aber es kommt noch besser, denn wenige Wochen später hat Seni hier die entscheidende Runde für den ersten Spieler weltweit auf 4500 Trophäen mit einem Brawler. Und praktischerweise sehen wir das Ganze sogar mal in Solo-Showdown. Ich weiß nicht, ob er seine Spielweise ändert, wir schauen mal rein. Also er zeigt hier erst an, er will teamen, er holt die Cubes und dann läuft er erstmal weg. Okay, mal schauen, also er hat wahrscheinlich hier so fake geteamt, schätze ich mal. Also ich finde seine Spielweise halt ganz besonders, ne, weil... Also erstmal den alten Trophäenweltrekord so deutlich zu überbrechen nach längerer Zeit, ist schon krass. Aber er hat auch hier seine Ulti jetzt wieder aufgeladen. Aber vor allem nicht zu Team, ist ungewöhnlich. Hatten wir kaum gesehen eigentlich davor, ne? Okay, jetzt geht's in den spannenden Part rein. Er geht wirklich hier in die Mitte, holt sich die Kiste, hat gleichzeitig die Ulti auch aufgeladen und kann es hier ganz entspannt, okay, nicht ganz entspannt. Entspannt ist es eigentlich nicht, aber er weiß genau, was er macht scheinbar. Er kann sich hier die Mitte holen. Hat 5 Cubes jetzt hier am Start. Und da oben ist eine Hypercharge Shelly. Oh, das ist gefährlich. Aber die kann er auch gut fokussen. Das hat er selber Hypercharge. Und er ist ganz entspannt, schaut euch das an. Super Ausgangslage. Er kann jetzt hier weiter in die Mitte gehen. Er weiß, dass das safe ist mit dem Hypercharge, mit der Ulti. Hat 6 Cubes am Start.
Wobei, safe würde ich halt nicht sagen, ne? Wenn so eine Shelly ihn einmal überrascht, ist er doch eigentlich ziemlich schnell down, würde ich behaupten. Ja, und jetzt kann er eigentlich im Grunde genommen drauf warten, bis sich die anderen so ausspielen mäßig, ne? Also er wartet im Busch, er hat die beste Position, hat die meisten Cubes, keiner traut sich ihn anzugreifen. Und also man merkt vor allem, er spielt sehr passiv immer, ne? Also das scheint so der Showdown-Trick zu sein. Deswegen mag ich es eigentlich nicht so gerne. Also die ganzen Pros scheinen eher sehr, muss man schon ehrlich sagen, sie spielen alle sehr passiv, ne? Also die laden ihre Ultis auf, holen vielleicht am Anfang mal ein, zwei Kills raus, aber insgesamt schon sehr passives Gameplay, aber trotzdem krank. Und jeder nochmal den Post gemacht, ne? 4500, ne? Der Beweis nochmal, dass das Ganze auch natürlich erreicht wurde. Nur einen Monat später haben wir dann mal das hier. Es gab ein Matchmaking-Problem. Man hat irgendwie keine Matches mehr schnell gefunden, weil eben zu viele Spieler in Brawl Stars gleichzeitig online waren. Das war das 100 Startups-Event, wer sich daran erinnern kann. Und das haben diese Spieler einfach ausgenutzt und haben sich dadurch immer wieder facen können. Immer und immer wieder. Selbst auf höheren Trophäen haben sie gegen ihre eigenen Zweitaccounts spielen können. Und so wurde der alte Weltrekord, den Zeni so mühevoll aufgestellt hatte, noch direkt einen Monat später gebrochen. Das ist halt echt bitter, das tut mir auch echt ganz schön leid für ihn. Und ihr seht hier, das Endergebnis waren mehrere Brawler auf 4500 Trophäen. Das krasseste, was wir eigentlich gesehen haben, waren dann 4691 Trophäen mit einem Dynamike. Und der Weltrekord wurde innerhalb von 20 Stunden einfach, innerhalb von 24 Stunden wurde damit aufgestellt. 18 Stunden haben die am Stück gespielt. Sie wollten auf diese Dings hinweisen, ne? Auf diese Möglichkeit, dass man damit unfair Trophäen pushen kann. Also kein Vorwurf hier natürlich auch an die beiden, aber natürlich trotzdem bitter an Zeni, dass er so seinen Weltrekord verliert. Also, ja, das ist wirklich bitter eigentlich. Und so habe ich dann noch einige Zeit später diesen Clip hier gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit demselben Trick gemacht wurde, aber auf jeden Fall wurde auch der offensichtlich nicht, oder, also, es gibt auch kein Gameplay dazu, also er wurde ziemlich offensichtlich nicht normal gepusht, aber wir sehen schon, 5000 Trophäen hat der ganze Account. Er heißt Angelo und tatsächlich hat auch der Brawler 5000 Trophäen. Der erste 5000 Trophäen Brawler, Angelo, und es ist auch der einzige Brawler, der hier 5000 hat, alle anderen auf 0. Das ist einfach so ein Angelo-Cursed-Account. Es ist ziemlich sicher fake, also das heißt fake, es ist nicht fake. Die Trophäen sind echt, aber er wird irgendeinen dummen Trick benutzt haben. Weiß nicht, irgendeinen Matchmaking-Trick wahrscheinlich, in Duelle vielleicht oder so. Doch nichts, nichts kommt an den heutigen ersten Platz heran. Den ersten Brawler auf 10.000 Trophäen. Kein Clickbait, natürlich leider nicht fair erreicht, wie man sich schon denken kann, aber ich werde euch erklären, wie das Ganze funktioniert hat. Das hier ist übrigens die chinesische Brawl Stars Version, ganz wichtig, die ist unabhängig von unserer Version, aber an sich sind die Rekorde und Trophäen eigentlich sehr identisch zu unseren. Also 10.000 Trophäen Edgar ist auch dort genauso eigentlich nicht machbar. Wir schauen uns an, wie das aber trotzdem möglich ist. 10.000 Trophäen Edgar. Sieht das dumm aus? Hört euch das an. Und zwar gab es hier einen Trick, wie man gegen Bots spielen konnte. Ich wollte es mal hier stoppen. Ich werde den Trick jetzt nicht zeigen, auch wenn er schon gefixt wurde. Ganz, ganz wichtig. Der ging auch nur auf dem chinesischen Server. Und ja, er hat innerhalb von 24 Stunden 6.000 Trophäen gepusht. Und man musste irgendwie so einen Raum erstellen, dann wieder rausgehen oder so. Und scheinbar hat man dann irgendwie, dann, wenn man einen Lone Brawler ausgewählt hat, das Matchmaking von den hohen Brawlern bekommen. Also andersrum. Man hat einen 6.000 Brawler gewählt und dann schnell so einen Lone. So ungefähr, ne? Dann hat man halt die Bot-Brawler bekommen, die man normalerweise auf 0 Trophäen bekommt. Das ist unfassbar. So zum Beispiel auch hier in Mortis auf 6.000. Ist das wild. Wahrscheinlich Edgar nochmal smarter, wenn man damit die Runden auch nochmal schneller gewinnen könnte, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Weil Edgar kann man die Lobbys ja schneller auseinandernehmen. Ja, also das ist wirklich insane. Und jetzt müsst ihr überlegen, das ist jetzt der aktuelle Weltrekordhalter. Für den Weltrekord mit den meisten Trophäen. Und dann gibt es noch, davor gab es den 5000 Trophäen Angelo, den 4600 Trophäen Dynamike und dann gab es den armen Spieler Zeni mit den 4500 Trophäen, der nicht mal geteamt hat. Das ist für mich eigentlich der eigentliche Weltrekordhalter, der das fair erreicht hat. Interessant auch mal hier, wie die ganzen Lobbys aussehen, ne? Man spielt halt nur gegen 6000 Trophäengegner. Ist schon wild. Das ist schon echt wild. Leider bin ich aktuell noch krank, ansonsten werde ich bald wieder streamen und auch die neuen, zum Beispiel SpongeBob-Skins für euch pushen. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Denkt unbedingt an Creator-Code JoJonas. Ganz rechts im Shop, gerne alle 7 Tage neu eintragen. Schaut auch gerne ab schon vorbei. Und ich lege mich jetzt erstmal wieder hin. Ich bin leider noch ein bisschen kaputt. Aber das wird wieder. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.